Ach, du bist ein richtiges Baby. Ich würde ja auch viel lieber mit dir spielen, Fleck, aber Pa ist noch krank und ich muss all die Arbeit machen. Tut mir leid, Fleck. Also, ich verspreche es dir. Ich spiele mit dir, sobald es Pa besser geht. Aber bis dahin muss ich ihn vertreten. Vielleicht können wir später noch spielen. Bleib jetzt hier sitzen, bis ich fertig bin. Schön brav sein, Fleck. Sieh mal zu, wie ich hier arbeite. Es ist ganz schön anstrengend, alles allein zu roden. Oh, noch eine Wurzel und ich werde verrückt. Nanu? Es ist schon eingeschlafen. Das muss ich ausnutzen. Hallo, Jody. Kannst du mir mal verraten, was du da machst? Ich hacke. Was glaubst du denn? Sieht eher so aus, als ob du tanzt, nicht als ob du arbeitest. Wieso denn das, hä? Gib mir mal die Hacke. Sieh mal genau zu. Ich zeig dir mal, wie man eine Hacke richtig benutzt. Weißt du, wie man sich schwere Arbeit erleichtert, Jody? Indem man viel isst, das macht stark. Hey, oh, ich wette, das Kitz wäre ein schöner Braten. Wenn du dem Kitz irgendetwas antust, Buck, kriegst du es mit mir zu tun. Hab's ja nicht so gemeint. Außerdem müsste es erst gemästet werden, ehe wir es uns einverleiben. Los, hau ab! Ich brauche deine Hilfe nicht. Ich kann das ja ganz alleine. Beruhig dich doch, Jody. Überlass mir diese Arbeit. Dann kannst du doch mit deinem kleinen Kitz spielen. Hm? Hat meine Mutter dich um Hilfe gebeten? Nein, ich dachte, du brauchst Hilfe. Oh, hier ist ein Brief für dich von Miss Twink. Oh, Miss Twink? Ma, sag schon, was steht in dem Brief? Twink ist mit Großmutter Hutu in die Stadt gefahren. Was? Ohne mir auf Wiedersehen zu sagen? Sie schreibt, sie kommt in ein paar Tagen wieder zurück. Ich hack mir doch nicht so einen Schrecken ein, Ma. Hier. Ich lese ihn später. Ori, weißt du vielleicht, wo Buck schlafen könnte? Dachtest du etwa, dass er hier bei uns wohnen soll? Nein, aber er möchte es wohl gern. Er ist aber so ungehobelt, Penny. Stimmt, Pa. Er hat über Fleck gesagt, dass er bestimmt ein schöner Braten wäre. Das ist das Erste, woran alle Foresters denken, wenn sie ein Tier sehen. Ach bitte, Pa, lass Buck nicht hier wohnen. Ich mache lieber alles selber. Für dich allein ist es zu viel Arbeit, Junge. Da fehlt ein Mann. Das geht schon. Ich kann Frederick bitten, mir zu helfen. Jody, geh zurück aufs Feld und sieh Buck bei der Arbeit zu. Ach, Pa. Wir werden nachher miteinander reden, Junge. Hör mal zu, Jody. Lauf ins Haus und sag deiner Mutter, sie soll für zwei Leute Mittagessen machen. Kommt jetzt noch jemand, der dir hilft? Nein, es ist alles für mich. Oh. Hab ich zu viel Pfeffer reingetan, Buck? Ist es denn noch heiß genug für dich, Buck? Schmeckt dir mein Essen nicht? Ich wünschte bloß, du würdest aufhören, Fragen zu stellen, während ich esse. Oh.
Was ist los, Jody? Du isst ja gar nicht. Du musst essen, wenn du so groß werden willst wie ich. Aber Jody war doch noch gar nicht fertig. Was hast du gesagt? Oh, nichts. Wenn du nicht aufhörst zu reden, während ich esse, verliere ich glatt den Faden. Vielen Dank. Möchtest du einen Kaffee? Nein, danke. Kaffee schmeckt wie Sumpfwasser. So, und jetzt wieder an die Arbeit. Ob es wohl irgendwas auf der Welt gibt, was Buck nicht essen würde? Ich dachte schon, er würde sogar die Teller essen, als kein Essen mehr da war. Jody, ich habe vergessen, mir Sachen zum Wechseln mitzubringen. Lauf rüber und hol sie mir. Hey, hast du das gehört, Ma? Er kommandiert mich schon so herum, als wäre ich sein Bruder oder sowas. Du musst viel trinken, ja? Ja. Hör mal, Fleck, du musst dich vor diesem Buck vorsehen, sonst versucht er noch einen Braten aus dir zu machen. Hey, du bist ja fast so gierig wie Buck. Du lieber Himmel. Bucks Pferd drängt sich immer vor, nicht zu fassen. Lass dich nicht einschüchtern, Caesar, sonst frisst Bucks Pferd dir das ganze Futter weg. Ich habe gehört, dass sich Tiere immer wie ihre Herren benehmen. Das trifft hier wohl zu. Hörst du, Fleck? Wenn du dich nicht anständig benimmst, bekomme ich Ärger. Jody, es wäre besser, wenn du jetzt zu den Foresters rüberläufst, ehe es zu dunkel wird. Ma, darf ich Fleck mitnehmen? Das ist aber furchtbar weit für den Kleinen. Ach, das macht nichts. Wenn er müde wird, dann trage ich ihn eben. Dann trödelst du wieder und darüber wird es dunkel. Geh lieber allein. Aber ich habe Angst, ihn hier mit Buck allein zu lassen. Ich werde schon aufpassen. Ich bin ja gleich wieder da. Oh. Hallo. Ach, wenn Fleck doch nur schon so groß wäre wie der Hirsch. Dann könnten wir beide überall zusammen hingehen. Hey! Hey, lass das Racket, das kitzelt. Hä? Hallo, Jody. Oh, hallo, Frederik. Falls du Bugs Sachen holen willst, die sind hier oben. Woher wusstest du denn, dass ich Bugs Sachen holen will, hä? Er hat gesagt, ich soll hier warten. Du würdest sie abholen. Er hat sie mit Absicht hier gelassen? Mhm. Ich find's nicht sehr witzig. Den Weg hätte er mir ja ersparen können. Er wollte, dass du herkommst. Ich? Ja, genau. Lass das. Buck hat dich hergeschickt, damit wir eine Weile spielen können. Also, ich weiß nicht. So kam's mir gar nicht vor. Man sieht es ihm nicht unbedingt an, aber im Grunde ist er furchtbar nett. Soll ich dir mal was zeigen? Komm mit, Jody. Wohin willst du denn? Wirst schon sehen. Ist Miss Twink wieder da, oder was ist los? Sieh doch selbst! Was ist denn das? Wieso denn drei? Weil wir vielleicht einen neuen Klassenkameraden kriegen. Wirklich? Das hat Miss Twink mir erzählt, bevor sie wegfuhr. Dann hat sie Buck gebeten, uns diese Tische und Stühle zu bauen. Ach, Buck hat sie gemacht? Mhm. Da bin ich aber gespannt, wer hier in diese Gegend zieht. Vielleicht ist es ein Mädchen. Mann, bloß nicht. Wieso denn nicht? Ich wäre lieber mit Meister Petz zusammen als mit einem Mädchen. Ich gehe jetzt nach Hause. Du musst doch noch nicht weg. Aber ich mache mir Sorgen um Fleck. Bis bald. Jody? Hä? Hey, Jody! Hä? Wie geht's, Buck? Meinst du, er macht einen guten Eindruck bei Miss Twink? Jody! Sag, Buck, es ist egal, wie schwer er arbeitet. Er schafft's nie, dass Miss Twink sich in ihn verliebt. Oh, ihr meint, Buck hat nur... Genau, sonst würde euch nämlich keiner helfen. Wir haben hier draußen alle genug zu tun. Stimmt's? Ja, das stimmt.
Fleck! Komm her, Fleck! Warst du brav, während ich weg war, Fleck? Ach, sei mir nicht böse. Ich wäre auch viel lieber hier bei dir geblieben. Schön, dass du wieder da bist, Jody. Hallo, Ma! Ist Buck noch da? Ja. Hab ich doch gefühlt, dass da was nicht stimmt. Weshalb würde uns sonst einer von den Foresters helfen, ohne dass man sie darum bittet? Schicken wir ihn doch einfach nach Hause. Aber im Moment brauchen wir wirklich einen Mann, der uns hilft, Jody. Aber ich bin doch auch ein Mann. Die Arztrechnungen müssen bezahlt werden. Und wenn wir nicht jemanden hätten, der die harte Arbeit macht, würde es uns sehr schlecht gehen. Hör zu, Ma. Ich werde nicht mehr zur Schule gehen. Ich bleibe hier zu Hause und arbeite nur noch den ganzen Tag. Das ist sehr lieb von dir, Jody. Aber fragen wir lieber Pa. Fleck, du musst nur noch ordentlich viel Milch trinken, damit du schnell groß und stark wirst. Ich mach das hier für dich weiter, Ma. Ist gut. Ich mache inzwischen das Abendessen. Ja. Oh. Nein, nicht Fleck. Leg dich hier hin. Hab ich dich erschreckt?